Assalamu alaikum, liebe Geschwister im Islam. Ich möchte nicht unpersönlich werden, aber ich lasse erstmal die Kopfhörer rein, weil damit ihr einen halbwegs guten Ton habt. Bevor wir kurz zum Thema anfangen, möchte ich kurz was sagen, liebe Geschwister im Islam. Ich habe ein Video gemacht heute vor einigen Stunden. Guckt euch das bitte an. Einfach auf der Seite gucken oder erster Link hier in der Videobeschreibung. Es wird auch keinen anderen Link geben. Oder hier oben muss es vielleicht angeblendet sein. Das ist Handyaufnahme. Den Grund erfahrt ihr, wenn ihr auf das Video klickt. Wo es um die Hilfe geht. Inshallah klickt die drauf und ihr seid dabei und schaut euch die Unterschiede an. Ja, liebe Geschwister im Islam, es gibt da Leute, die sagen, ja, darf man denn überhaupt in Ramadan duschen? Und ja, oder doch nicht? Oder mit dem Parfüm oder Zahnpasta und weiß was ich und so weiter und so fort. Liebe Geschwister im Islam, viele Leute erzählen irgendwas, subhanallah, ohne das Wissen dazu zu haben, ohne gelernt zu haben, etc. Aber ich möchte es ihnen auch nicht übel nehmen. Möge Allah Azzawajal uns alle recht leiten, Allahumma Amin. Liebe Geschwister im Islam, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt im Ramadan auch duschen, ist kein Problem, inshallah ta'ala. Ihr könnt auch Parfüm benutzen, liebe Brüder. Dass ein Bruder sagt, du darfst kein Parfüm benutzen hier im Ramadan. Das ist nicht richtig. Du kannst ruhig Parfüm benutzen, lieber Bruder im Islam. Schwestern sowieso generell kein Parfüm draußen benutzen, inshallah ta'ala. Wenn sie zu Hause für ihren Mann Parfüm benutzt, ist kein Problem. Ansonsten nicht. Ja, bitte nicht draußen Parfüm legen, liebe Schwestern im Islam. Möge Allah euch belohnen. Ich möchte jetzt nicht in die Sache eingehen, aber werde inshallah ta'ala in Zukunft darauf auch eingehen, ja? Kein Problem. Und zu der Sache mit dem Zähneputzen, es ist inshallah ta'ala erlaubt. Wenn einer eine andere Meinung hier folgt, ist kein Problem. Akzeptiere ich, ja? Wenn er sagt, ich möchte meine Zähne nicht putzen im Ramadan. Aber dass man sagt, nein, es ist 100% haram und weiß was ich, das kannst du eben nicht sagen, lieber Bruder oder liebe Schwester im Islam. Deswegen, wer sich die Zähne putzen möchte im Ramadan, ja, der kann das gerne machen. Natürlich nicht absichtlich jetzt etwas herunterschlucken. Einfach mal die Zähne putzen und dass man halt nichts runterschluckt, inshallah ta'ala. Soll kein Problem sein, ja. Möge Allah euch belohnen. Allahumma Amin. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Oben in der Videobeschreibung oder auf dem Kanal einfach bei Videos anschauen. Habe ich vor ein paar Stunden hochgeladen. Ich liebe euch für Allah, möge Allah euch belohnen. Inshallah können wir weitermachen. Und liebe Geschwister im Islam, stopp. Bevor ich das Video anguckt, bevor ich fertig werde, wenn ich schon dabei bin. Ich rede ja so viel gerne, wa? Allahumma barik. Unterstützt, guckt euch das Video an, unterstützt mich, damit ich auch so schnell wie möglich auch diese Vlogs rausbringen kann. Habe ich mir gedacht, ey, weißt du was? Ramadan steht vor der Tür, Alhamdulillah, möge Allah uns Ramadan erreichen lassen und auf beste Art und Weise fasten lassen, Allahumma Amin. Und du wolltest ja sowieso Vlogs machen, komm, mach doch. Meine Vorderkamera war kaputt vom Handy. Jetzt, ja, jetzt kann ich das halt auch auf diese Art und Weise machen für den Vlog. Und dann kann ich das auch im Nachhinein gut zusammenschneiden. Deswegen guckt euch das Video an, unterstützt mich für Allah Azawajal. Und dann kann ich auch Vlogs machen oder mindestens einen Vlog machen. Ein typischer Tag für mich in Ramadan. Assalamu alaikum.